Moin Leute, seit 2008 wissen wir in Bremen eigentlich gar nicht mehr, wie das ist, gegen Bayern München zu gewinnen. 5-2 damals auswärts und seit 2010, als wir noch einmal gegen die Münchner einen Punkt geholt haben in einem Pflichtspiel, wissen wir auch nicht mehr, wie es ist, gegen Bayern zu punkten. Das ist traurig, aber es ist wahr. Und auch wenn die letzten Sachen in den letzten Spielen zwischen den beiden Teams ein bisschen enger waren mit sehr, sehr unglücklichen Umständen, muss man halt einfach auch klarerweise sagen, dieses Spiel hier und jetzt, das wäre schon eine Hardcore-Überraschung, wenn wir das nicht verlieren. Ich finde so, Leute, ey, alles redet von Bayern-Krise, aber ganz im Ernst, also dem stehen wir eben nichts nach. Also ich würde gerne mit dieser Art von Krise tauschen und mich irgendwo knapp hinter den Freiburgern in der Tabelle einordnen, aber mit deutlicher Schlagdistanz halt zu allen vorderen Plätzen. Aber das ist nicht so. Wir sind in Bremen in einer ganz anderen Realität. Wir kommen aus einem Spiel gegen Paderborn, wo wir echt beschissen gespielt haben und wir treffen jetzt auf einen, ja, auf einen Rekord- und Serienmeister, der auch Wut im Bauch hat. Zuletzt zwei Niederlagen, allerdings gegen Gladbach, finde ich, eine saustarke erste Hälfte dabei hatte. Und was soll man da großartig sagen? Wir spielen, ja, also ich habe wenig Optimismus und will nicht sagen, um nicht abgeschlachtet zu werden. Wir gehen natürlich dahin und wollen was holen, so sagt es Kofeld, das ist auch richtig. Aber so ein bisschen realistisch betrachtet, ja, ich würde Jubelsprünge machen, wenn wir da was mitnehmen. Deswegen brauchst du da auch gar nicht so großartig über Taktiken zu reden, über ein System oder eine Spielidee, wie du da reingehen willst, wie du den Bayern wehtun kannst, weil es meiner Meinung nach in der derzeitigen Bremer Verfassung eigentlich keine Spielidee gibt, in der ich uns annähernd Chancen ausrechne, darauf in München was mitzunehmen. Ich weiß, das seid ihr von mir auch nicht gewohnt, diesen krassen Pessimismus, aber ich lege da mehr Euphorie und mehr Optimismus in die letzten beiden Spiele nachher gehen können. Und meins nichtsdestotrotz ist Bayern jetzt an der Reihe und ich würde auch trotzdem da nicht sagen, hey, wir schonen jetzt Spieler, die vielleicht irgendwie angeschlagen waren. Wir müssen natürlich trotzdem versuchen, das Bestmögliche da aufzubieten und zu geben. Ich würde es sehr defensiv da angehen, so ein bisschen in einer Art 5-3-2 mit drei Innenverteidigern, die für mich dann Moisander, Friedel und auch Veljkovic wären. Auf der linken Seite Augustinsson, rechts Gebre Selassie, davor auf der 6 Sahin. Barkfriede fällt ja wieder aus. Übrigens auch noch ein Grund mehr dafür, sich irgendwie in der Winterpause mit Bentaleb auseinanderzusetzen. Davor auf den Positionen Maxi und Klaassen. So viele Alternativen gibt es da im Moment ja auch gar nicht. Und gerade Maxi muss sich enorm steigern, um wieder annähernd zu alter Form zu kommen. Und davor sehe ich dann Rashica und Osako. 5-3-2 mit dem Personal und Pavlenka im Tor, der sich natürlich rechtzeitig jetzt vor dem Bayern-Spiel ein bisschen fitter zurückgemeldet hat, ein bisschen mehr in Form. Aber ob das reichen wird, wir werden es sehen. Sorry dafür, dass ich heute nicht den allergrößten Optimismus versprühe. Aber hey, wenn wir es gewinnen, ist es doch dafür dann umso schöner. Wir schauen uns einfach mal an, was die Jungs gegen Bayern auf dem Platz zaubern werden. Ich hoffe, was halbwegs ordentlich ist, dann wäre ich schon zufrieden. Und verbleibe mit besten Grüßen, Leute. Reingehauen. Ciao.